Oh, da wäre ich jetzt gerne. Hier auf dieser Strandinsel, hier wäre ich jetzt gerade und würde echt gerne Urlaub machen. So, und damit hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube auch zu einer neuen Runde Stranded Deep, die hier, keine Ahnung. Die letzte Aufnahme ist, glaube ich, schon ewig her. Ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Ach, Happy, aber du antwortest immer so ernst. Worüber reden wir jetzt? Happy STO. Nee, wir machen Stranded Deep jetzt. Ich setze mich jetzt hier einfach hin. Hör dem Meeresrauschen zu und guck mir einfach dann den Sonnenaufgang an. Ach, ist das schön. Oh, und... Oh, guck mal, wir haben Inseln. Guck mal, wir haben Inseln jetzt. Cool. Cool, jetzt haben wir endlich Inseln auch hier. Kann es sein, dass das letzte Mal das Spiel dann verbuggt war, beziehungsweise dass was gefehlt hat? Weil das letzte Mal, als wir gespielt hatten, war nämlich nur eine Insel verfügbar. Nämlich die da hinten war das, glaube ich. Nee, das ist unsere. Ach, keine Ahnung. Irgendwo war... Die da war das, glaube ich. Genau, hier sind wir rüber geschifft. Da haben wir angefangen auf der Insel. Haben die ganzen Sachen rübergeholt. Und jetzt sind aber viel, viel mehr Inseln hier im Horizont. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es ist bewölkt. Es wird bestimmt bald regnen. Hoffentlich kein Nebel. Was? Ich bin kein Experte, ne? Aber ich habe diese Hütte nicht so verlassen. Da fehlt... Hä? Da fehlt der ganze Boden hier alles. Guck mal, ich kann hier auch durchlaufen. Was? Was? Wie ist das mal mit dem... Da war mal eine Hütte. Ja, jetzt ist es... Was? Was ist hier... Ich glaube, es gab ein Update in der Zwischenzeit. Kann das sein? Guck mal, das Bett. Ich kann auch durchs Bett durchlaufen. Ich glaube, das Spiel schon ist kaputt. Das ist irgendwie gerade... Das ist mega... Ich fühle... Hallo, jetzt sind wir noch durch. Ich fühle mich gerade mega verarscht einfach. Es hat ja auch nur... Keine Ahnung, es hat auch nur... Wie lange haben wir gebraucht? 3-4 Stunden, bis wir diese Hütte fertig hatten? Bis wir das ganze Material hatten? Hat nur 3-4 Stunden gedauert. Schön. Habe ich überhaupt noch was im Inventar? Aha. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich das reparieren? Tschüss, Heep. Hi, Blackscreen. Hm. RIP, Heepis Hütte. Nein, RIP, Spielstand. Ich kann darüber gerade gar nicht lachen. Pick up. So. Ich kann darüber gerade echt nicht lachen. Vor allem, wir haben alle Materialien, die wir gesammelt haben, haben wir ausgegeben, um diese Hütte zu bauen, die jetzt nur noch eine Ruine ist. I can't destroy this. Was? It supports buildings above. Aha. Ja, bloß komme ich da nicht mehr hoch, weil da oben... Kann ich das so kaputt machen? Ich probiere es einfach mal. Ja, aber wir kriegen keine Materialien raus. Wir lachen gar nicht. Wir leiden solidarisch mit dir. Und das meinen wir bei dir sogar ernst.
Das würde ich dir sogar glauben, Miss Impatience. Wenn du nicht den Kappa-Smiley hingemalt hättest. Ja. Ach, das ist doch bescheuert. Das ist doch echt dämlich. Vor allem, ich kriege ja das Holz auch nicht. Ich kriege die Materialien nicht mehr raus. Du, wenn ich das jetzt einreiße hier, dann passiert ja nichts. Kann man das irgendwie reparieren? Kann mal jemand von euch ganz kurz den Changelog aufmachen von Stranded Deep und kann vielleicht mal gucken, ob man die Gebäude reparieren kann? Ob das irgendwie geht? Ich habe doch hier so einen Hammer, ne? Crude Hammer. Kann ich mit dem irgendwas machen? Warte, wie ging das wieder? Inventory? Nee. Ach ja, mit Q schmeiße ich weg. Wie komme ich denn wieder ins Inventar? Ach so. Mit der Shift-Taste. Kann ich mit dem Hammer irgendwas machen? Ich glaube ja nicht, ne? Nö. Wir haben wirklich Mitleid. Der Kappa soll nur die Assoziation zu Kupi... Kupisel darstellen, Hippie. Oh, Kupisel, das ist ein schwieriger Name. Muss ich jetzt dreimal lesen, bis ich es gecheckt habe. Also, ja, liebe Leute auf YouTube, offensichtlich ist der Spielstand auch kaputt. Also, dass ihr es auch gleich wisst. Ich bin gerade im Livestream mal wieder auf Twitch unterwegs und wollte eigentlich jetzt ganz entspannt ein Ründchen Stranded Deep spielen. Und irgendwas, Sekunde mal. Hier ist doch irgendwas seltsam. Englisch Item Names, Graphics, Save Changes, ja. Graphics, Field of View, Draw Distance, Ultra. Irgendwas ist hier komisch. Ultra, SMAA, haha, Motion Blur, Lens Effekt. Vertical Sync, ein Frame. What? Ein Frame, Fixed Frame Rate. Ja, 60 FPS bitte. So, mal gucken. So. Okay. Ja, die Frage ist jetzt ein bisschen, was machen wir jetzt halt eigentlich? Ich habe keine Lust, jetzt einen neuen Spielstand anzufangen. Ich habe gerade meine Grafikeinstellung herumgedreht, weil irgendwas sieht... Es sieht irgendwie anders aus. Ich weiß aber nicht, was... Es sieht irgendwie seltsam aus, das Spiel gerade. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Boah, die haben mega viel geschrieben beim letzten Update. Ha. Na gut, ja, okay, so. V-Sync wieder angemacht. Irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage. Die Hütte ist auf jeden Fall kaputt. Gut, die war eh hässlich, kann man dazu sagen. Vielleicht lassen wir das einfach als Ruine dann hier. Wir spielen einfach mal weiter. Ich hoffe, dass wir weiterspielen können überhaupt, dass nicht irgendwie mehr kaputt gegangen ist. Wo ist denn mein Schlauchboot? Da hinten. Dann erkunden wir jetzt einfach mal ein paar Inseln. Dann muss ich mal, dann machen wir Folgendes. So, komm mal mit. Dann machen wir Folgendes. Wir... Hallo? Hallo? Oh, aha. Komm her. Wir machen einfach... Hallo. Wir machen einfach Folgendes. Wir gucken einfach mal. Ich nehme jetzt mal für YouTube, ne? Nehme ich mal 2, 3 Folgen auf. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir dann weitermachen. Keine Ahnung. Dann gucke ich mal den Changelog dann in Ruhe an. Ich wusste, dass ein Update kommt, aber ich habe nicht reingeguckt tatsächlich. Ich habe es echt übersehen. Angeblich musst du einen neuen Hammer bauen und die Wände damit schlagen.
Okay, Foundations. Ach nee, Moment. Wie baue ich denn hier wieder? Nein. Ach so, einen neuen Hammer bauen. Was brauche ich für den Hammer denn nochmal? Crude Hammer, Woodstick. Das müssten wir hier eigentlich haben. Crude Hammer. Zack. So. Ob das ernst meint, ist eine andere Sache, aber stand unter einem Thread. Na gut, dann schauen wir mal. Den nehmen wir mal her. Schmeißen wir mal daher. Dann nehmen wir den halt. Da ist der Hammer. So. Ah, mit dem Hammer kann man jetzt auch schlagen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, es funktioniert tatsächlich. Cool. Es funktioniert tatsächlich. Die kann man echt dann reparieren damit. Ah, ich muss öfters draufschlagen, dann das reparieren. Okay. Das Zeug geht dann kaputt, glaube ich, einfach. Und man muss es dann reparieren. Gut. Ich dachte gerade, der Hammer wäre weg. Ja, ich auch. Wie lange muss ich da jetzt draufschlagen? Ich finde es übrigens sehr schön, dass ich da drauf haue und dann kommen da neue Blätter und so weiter dran. Das ist mal was Neues. Wie lange muss ich da eigentlich draufhauen? Hört ihr irgendwann auf, wenn es repariert ist? Oder geht das einfach endlos weiter? That's the big question. Ich hau einfach ein bisschen weiter drauf jetzt, ne? Wir machen jetzt mal ein bisschen hier Wandhämmern. Das ist ja fantastisch. Ein Riesenspaß. Hashtag Respawn Happys Hütte. Ja. Das ist wirklich. Also, das ist ganz, ganz großes Kino gerade. Ich müsste mir mal künftig, bevor ich das mit den Spielen wieder anfange, müsste ich mir echt, glaube ich, mal das Changelog durchlesen. Um dann rauszufinden, was da alles neu ist, beziehungsweise was man wie machen muss. Das wäre schön. Da denke ich nur leider immer nicht dran. Vor allem, ich muss ja alles reparieren, fällt mir gerade ein. Ich muss auch den Boden reparieren dann. Wenn das in Real Life nur auch so wäre. Ist es dann ernst? Der Hammer ist kaputt. Da brauche ich ja, bis ich die ganze Bude repariert habe, brauche ich ja 4 Hämmer dann. Das ist ja ätzend. Wie kommt man denn an das Dach? Ja, das ist eine gute Frage. Moment, hier Lashing lag ja auch noch irgendwo rum, glaube ich. Hier. Das ist ja ätzend. Also der Hammer hält nicht ganz so viel aus. Kupuro, eins mit Stern und Kekse für alle. Cool. Es gibt Kekse. Greift zu, Leute, es gibt Kekse. Ja, Kekse. Na, das kann ja dauern. La 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 la. Das ist ja ein Spaß. Also bis die Hütte repariert ist, vergehen dann 80 Jahre. Das heißt, wir reparieren diese Folge einfach bloß in unsere Hütte, glaube ich. Was für ein Spaß. Ist Julisch eigentlich noch da? Vor allem bei so Sachen wie Stranded Deep, das ist ja noch im Early Access. Das stimmt. Ich habe jetzt hier, habe ich jetzt die Dinger weggerissen, die Wand weggerissen, weil ich dachte, es ist kaputt. Die nächste Eins, yay. Ja. Da hagelt's Einser. Ich werde bei Stranded Deep immer so schläfrig. Ja, Stranded Deep ist ein ultra entspannendes Spiel einfach. Vor allem mit dem Meeresrauschen und den Möwen und alles. Ah, diese Pflanze. Kann ich die irgendwie rausreißen? Macht schon sehr viel Spaß, muss man sagen. Vor allem ist es wirklich ein sehr entspannendes Spiel. So. Langsam wird es bewölkter. Das heißt, es dürfte gleich das Regnen anfangen.
Das war eine Zeit lang mein Einschlafritual bei Gronkh. Ja, ich habe bei, ich habe da auch mal so ein bisschen... Ach, Moment. Ah. Spiel COD nebenbei, dann bist du nicht mehr schläfrig. Ja, das ist, das kann durchaus sein. Aber ich glaube, Julisch ist nicht mehr da, ne? Julisch ist jetzt weg. Zack, zack, zack. Wer ist eigentlich noch alles da? Miss Impatience ist da, Kuburo ist da. Der Jeremy ist da und Ghost Booster ist da. Yay! Der Rest ist alle schon... Der Rest sind alle schon eingeschlafen. Das Haus ist auf jeden Fall Wind und... Wind, Regen und Sturmflutfest. Ja, definitiv. Habe auch ich gebaut. Mit meinen bloßen Händen habe ich dieses Haus gebaut. Drum wird das auch die Zeit überdauern. Jetzt definitiv. Vor allem, weil ich einfach mit dem Hämmerchen einfach dagegen klöppel. Habe ich eigentlich noch ein Dach? Ja, stimmt, Dach habe ich ja auch noch. Aha. Passiert da noch was, wenn ich noch weiter drauf hau? Weiß ich gar nicht. So. Bin auch noch da. Okay. Also, an mir ist ein Heimwerker verloren gegangen. Hepi, der Heimwerkerkönig. Mehr Power! Das ist ja, Huch! Ah, Moment. Ich muss ja noch eben aus der Luft muss ich eben noch eine Foundation hierher zaubern. Ach, pf, nur weil die es nicht können, Miss Impatience. Was? Die ganzen Kiddies mit Quicks, Scope, Sniper, Hass. Was? Kupi angeblich auch, laut Zuschauerliste. Was? Nee, der Kupi ist nicht mehr da. Der Kupi ist weg. Der Kupi-Line, der hat doch hier Internetprobleme. Und ist dann, hat sich verabschiedet. Der hat, glaube ich, echt massive Internetprobleme. Ich hoffe mal, morgen bei ihm passt es dann wieder, wenn er morgen streamt dann, dass er da wieder voll dann da ist. Nicht so wie das letzte Mal, wo Twitch dann ein Problem hatte. Ist ehrlich so, die sollen alle den Zukunftsmist aller Black Ops 3 spielen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, bei Spielen ist es immer so, da ist ja auch immer jedem das seine. Doch, der Cooper ist jetzt wirklich wieder da. Wo habt ihr den denn jetzt ausgebuddelt? Ah ja. Ah, ich habe den... Ich habe beide Hämmer schon benutzt. Ich denke mir doch gerade. Aber Jeremy hatte ja auch Probleme. Ja, aber das sind keine Special-Cooper-Probleme. Ich glaube, der Cooper ist wirklich wieder da und jetzt fange ich wieder an zu flamen, beziehungsweise über ihn abzulästern. Jetzt kommt gleich wieder irgendwie... Jetzt kriegt gleich wieder Haue von ihm. Kann ich hier irgendwo... Oh, Lashings. Lashing? Hallo? Hier. Zack. Und ein Hämmerchen bitte nochmal. Zack. Das Crafting-System ist auch mega geil. Liegt irgendwo das Zeug rum. Zack, einfach mal craften, zusammenbauen, fertig. Hast du im Discord gemeint, du hättest auch Probleme gehabt? Habt ihr im Discord geschrieben? Habe ich gar nicht gesehen. So. Und die Hütte 2.0 ist gleich fertig. Ordentlich repariert. Halt. Die Wand hier fehlt noch. Tam, 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 tam. Ja, dadurch, dass die nur ganz kurz mit Sniper anvisieren, treffen die leider alles. Das ist irgendwie so Call of Duty 4 Bug. Ach so, ach, die haben einen Auto-Aim praktisch drin, oder wie? Das ist doch schön. Geht das dann per Auto-Aim oder was? Ja gut, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Auto-Aim finde ich auf der Konsole, finde ich es nicht schlecht. Oder bei GTA zum Beispiel, wenn du es mit dem Controller spielst. Da muss ich sagen, da finde ich Auto-Aim gar nicht mal schlecht, weil sonst würde ich nichts treffen. Wir müssten mal wieder so eine Community-Runde GTA einfach machen. Woodwall. So, ich muss mal meine Mantel wieder hinzimmern, die ich gerade abgerissen habe. So, hier wieder eine Wand hin. Zack. Ach, jetzt check ich das. Jetzt, das ist ja total geil. Jetzt passt auf. Ihr baut hier... Baut ihr das Gerüst einfach hin. Ihr baut das Gerüst hier hin, wie die Wand ausschauen soll. Und dann müsst ihr mit dem Hammer noch draufhauen und müsst ihr dann fertig bauen. Ach, so. Jetzt habe ich es gecheckt.
das ist irgendwie... Das ist irgendwie cool, dass man bloß nur das Gerüst hinbaut und dann fängt man an, das Eigentliche zu bauen. Kann mir verraten, warum Saturn 8 Wochen zum Reparieren meines Laptops braucht und ich mein nächstes Referat in 7 Wochen habe? Weil das Timing doof ist. Wie gucke ich nochmal auf die Uhr? Mit F. Oh, wir müssen was trinken. Empty Bucket. Seawater, Seawater. Hier müssen wir aber Freshwater. Zack. Oh, erstmal in die Steuerung wieder reinkommen ein bisschen. Wie schaut's aus? Alter, der säuft den ganzen Eimer Wasser hier. Cool. Moment. Halt, den müssen wir jetzt wieder... Nee, Empty Bucket. Ich bin verwirrt. Doch, Moment, hier. Hier muss... Hallo? Hallo? So. Hier muss der hin, genau. Der muss weg. Zack. Dann kommt hier das Seewasser. Das hängen wir da unten dran. Zack. Nein, falsche Taste. So, Seewasser. Zack. Und dann müssen wir hier jetzt einfach ein Feuerchen machen. So, E2 Light. Lecker Feuer machen und dann kriegen wir wieder frisches Wasser. Na komm. Na komm. Trau dich. Werd heiß. Werd heiß. Ach, die Fledermäuse fliegen hier wieder rum. Wieso konnte ich da jetzt eigentlich das Feuer nicht anmachen? Kann es sein, dass da kein Holz mehr drin ist? Ich glaube, da ist kein Holz mehr drin gewesen. Kann das sein? Moment. Wir probieren es nochmal. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Zack. Und nochmal. Kämpf. Hallo? So. Machen wir nochmal Feuer. Probieren es nochmal. So, das sind immer die Call of Duty-Hassmomente. So, sozusagen. Funktioniert aber nur mit der einen Sniper. Und in einer Killcam sieht es dann aus, als hätten die nicht einmal gezielt. Spiel Overwatch. Das macht Spaß mit Impatience. Und wir können dann zusammen spielen. Habe ich gerade schon Hippie gesagt, irgendwie ist mir das zu bunt. Overwatch ist total geil. So, das kommt dahin. Dann das hier noch hier hin. Zack. So, den Bauhammer. Wo tue ich denn den Bauhammer hin? Den schmeiße ich hier hin. Da habe ich hier doch noch irgendwo ein Hämmerchen gehabt. So, das passt auf. Den nehme ich jetzt mal. Und allons-y. Ja, okay. So, das lassen wir schön destillieren hier. Dann habe ich noch irgendwo Empty Drinkable Coconut. Okay, Moment, wo ist... Hier ist. Hallo, Axt. Dann machen wir uns mal lecker schmecker Kokosnuss. Zack, zack. Hoch. Hol dir einen PC, um Overwatch zu spielen. Gibt's doch auf der Konsole Overwatch sogar. Oder nicht? Ich habe mir am Anfang auch gedacht, oh, so ein Kinderspiel. Aber dann habe ich es mal... Was, Moment. Was? Dann habe ich es mal getestet. Und es hat von der Spielmechanik einfach Spaß gemacht. Und Blizzard kriegt das auch echt gut hin. Ja, Blizzard kriegt Spiele, muss man sagen. Die wissen schon irgendwie, wie sie Spiele anfassen müssen, damit sie funktionieren. Das muss man denen echt zugute halten. Ich spiele leider auf Konsole, Koppel. Aber gibt's Overwatch nicht sogar auf Konsole? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gibt's auf Konsole. Ich habe dann keine Lust mehr, auch zum Zocken am Schreibtisch zu sitzen. Overwatch gibt es auch für PS, aber mit dem Controller stelle ich mir das nicht so gut vor. Nee, ich auch nicht. So, wie schaut's aus? Wir müssen schlafen. Save. Einmal speichern. Und dann schlafen. Ach, ist das ein wunderschöner Anblick. Weißt du, wenn du so morgens geweckt wirst, ne? Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und hast so einen Anblick einfach dann. Da fällt dir zu nichts mehr ein einfach. Das ist einfach... Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist das Schönste, was man eigentlich haben kann.
wenn du so morgens aufwachst, wenn dich die Sonne wach küsst, einfach dann du einen schönen Strand vor dir hast. Ach ja. Schön. Wie schaut's aus? Wir müssen was trinken. So, schmeißen wir mal kurz. Ah. Zum Glück ist der nicht umgefallen. Empty Bucket weg. So, ich fülle mal kurz einmal mit Wasser auf. Indem ich einfach einmal tauchen gehe. So, dann hier, zack. Haben wir noch Fresh Water, Sea Water. Empty. Zack. So. Okay, nutzen wir das Feuer noch ein bisschen aus. Zack. Kann ich das ja nicht live reinschmeißen? Ja, das geht. Geil. So, gleich mal neues, frisches Wasser machen. Durst haben wir sogar. Empty Bucket. Hier, Fresh Water. Zack. Schaut's aus. Okay. Bucket, Fresh Water. Okay, ein bisschen was ist noch drin. Sea Water. Den füllen wir auch nochmal auf. Ich finde das von Spiel abhängig. Witcher spiele ich viel lieber mit Controller. Was? Achso, Moment. Ich muss erst weiter oben lesen. Boost Elite Dangerous mit Tastatur und Maus. Ach du Schande. Elite Dangerous mit Maus und Tastatur, das ist die Hölle pur. Ich habe mir extra dafür ein Gamepad, ein Joystick gekauft. Weil das kannst du ja sonst nicht spielen, das Spiel. Ich fahr mal da hinten hin. Hoch. Hallo? Hallo. Boot. Boot. Hallo. Ja, jetzt ja. So, ich habe keine Lust mehr. Oh, was? Dann steh halt beim Zocken. Pro-Gamer-Tipps. Sollte noch eine 1 dafür kriegen. Ich glaube, ich würde mich niemals an eine Tastatur zur Steuerung gewöhnen können. Es kommt immer aufs Spiel drauf an. Es müsste ein High sein, ne? Ja, da ist ein High. Wenn es so blubbert, ist es kein Wrack, nämlich, wie es das letzte Mal hieß im Chat, sondern es ist ein Hai. Jetzt muss ich schnell weg, bevor mich der Hai frisst. Ich habe übrigens vergessen, Musik anzumachen. Meine Frage, sag mal ganz kurz, was ihr von dieser Musik haltet, wenn ich Musik so ein bisschen im Hintergrund habe. Laut. So. Die Musik passt irgendwie nicht ganz zu dem Spiel, finde ich. Und ist auch zu laut ein bisschen. Hallo? Hallo? Ich mache mal ganz leise die Musik im Hintergrund. Ihr müsst mir einfach mal sagen, ob das in Ordnung ist, ob ich die Musik ausmachen soll. Könnt ihr mir dann mal sagen. Ich müsste mal so eine Strand-Playlist irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt hört im Hintergrund. Ein bisschen was hört man, glaube ich. So. Also ich muss ja sagen, so von Steuerung her, ne? Es gibt Spiele wie zum Beispiel so RPGs wie Witcher, wie Fable, wie... keine Ahnung, wie Risen zum Beispiel, die spiele ich wahnsinnig gerne mit dem Controller, weil es einfach viel, viel einfacher ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Spiel habe wie Call of Duty, Overwatch, Crysis, Resident Evil, was auch immer, das kann ich im Controller nicht spielen. Da brauche ich Maus und Tastatur, weil sonst, da kann ich einfach nicht zielen. Ich habe, was war das, auf der 360 war das... hatte ich, glaube ich, Modern Warfare war das, glaube ich. Habe ich gespielt auf der Konsole mit Controller. Ich habe es irgendwann, habe ich es dann aufgegeben, weil ich den letzten, oder die letzte Mission konnte ich nicht zu Ende spielen, weil du so schnell sein musstest, mit Killen, mit Durchrushen etc. Ich habe es einfach nicht geschafft. Mit Controller, es war einfach vollkommen unmöglich. Also für mich zumindest. Und ich habe es dann auf dem PC... habe ich es dann nochmal komplett gespielt. Also ich habe es komplett nochmal von Anfang bis Ende durchgespielt. Und da ging es dann. Das war dann, da war es dann total einfach, aber ist ja auch immer, das sind ja auch viele immer unterschiedlich.
Aber auch so Spiele wie Ori zum Beispiel, so Jump'n'Runs, die kann man einfach nur, die kann man nur mit dem Controller spielen, finde ich. Ja, über den Wolken. Wieso habe ich jetzt einen Ohrwurm? Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Wahrheit wohl grenzenlos sein? War das Wahrheit? In 30 Sekunden durch den Flieger auf Veteran. Was spielst du gerade, Miss Impatience? Miss Impatience! Mann, was denn los? Du musst was trinken. Was habe ich nur 93.000... Was? 938.306 Versuche gebraucht. Hä, was hast du gemacht? Young Palm Tree. Zack. Ich müsste mal Achso, Stickies habe ich schon. Ich bräuchte ein Steinchen, dass ich mit einer Axt machen kann. Aber es lag daran, dass ich an einer Stelle zu ungeduldig war. Ungeduldig ist mein zweiter Name. Darum verrecke ich auch bei Dark Souls immer so oft. Das müsste ich auch noch weiterspielen, Dark Souls. Was ist das hier denn? Ein Eimer. Noch ein Eimerchen. Fantastisch. Ne, bin jetzt zum Beispiel mal, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Dark Souls. Ne, das war die Reaktion auf deine Aussage zur letzten Mission. Ach so. Bucket Fresh Water. Geil. Wir haben sogar Frischwasser hier. Weil der Eimer das Regenwasser auffängt. Ich muss sagen, das Spiel ist von der Mechanik her, ist das sehr, sehr geil gemacht. Weil du halt einfach... Keiner stellst einen Eimer Wasser hin oder einen Eimer hin und dann regnet es und dann ist dann irgendwann das Wasser drin. Also ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das gefällt mir echt gut. Nur das Laufen irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen hakelig mit dem Typen. Das ist irgendwie manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Das könnte noch ein bisschen flüssiger sein, finde ich. Aber ansonsten sehr, sehr gut. Die hieß über den Wolken. Ach, die hieß über den Wolken die Mission, das wusste ich nicht mehr. Ich weiß bloß, ich habe diese Mission gehasst. Hier ist übrigens ganz toll. Wir sind auf der Insel der schwebenden Bäume. Das ist echt super, das ist eine ganz neue Generation von Bäumen. Das heißt, die schweben einfach dann in der Luft, haben auch keine Wurzeln. Das heißt, die saugen praktisch die Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung raus. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier hinstelle, hier so reinstelle, dann entziehen die mir Feuchtigkeit praktisch. Ich kann hier auch reinglitschen einfach dann, weil die sind eigentlich gar nicht da. Die sind da und gleichzeitig nicht da. Das sind praktisch Schrödingers Bäume. Ich laber schon wieder einen Stuss, ne? Das ist ein Traum. Tam, 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 tam. Ich frage mich übrigens gerade, was ich jetzt eigentlich mache. Ich bin eigentlich gerade jetzt dabei, die Inseln zu erkunden. Und ich fäll schon wieder irgendwelche komischen Bäume. Und sammle schon wieder Ressourcen einfach ein. Es ist unfassbar. Habe ich eigentlich einen Sonnenbrand? Nö, mir geht's gut, aber ich zitter irgendwie. Guck mal, der zittert irgendwie hier voll. Ich glaube, dem ist kalt. Ich muss ihn mal wärmen. Ich freue mich übrigens drauf. Uah. In dem Mega das Zeug durch die. Wo ist der andere Stick hin? Alter, wo ist der denn hingeflogen? Hä? Es waren 4 Stickies. Und der eine ist irgendwo hingeflogen. Ich weiß aber nicht wohin. Eine Yucca-Balme, ja, eine Yucca-Balme. Was ist denn los? Was wollte ich eigentlich vorhin sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen. Ja, genau. Wenn ihr zum Beispiel mal Dark Souls schaut, ne? Der Cooper. Der spielt zum Beispiel so mega gelassen Dark Souls einfach. Weißt du, da kommt halt ein Boss, der verreckt 2-3 Mal bei dem Boss, aber dann schafft er ihn. Ich brauche für die Bosse halt 800 Versuche gefühlt, bis ich die endlich schaffe. Also ist irgendwie... Es ist nicht fair. Es ist manchmal echt nicht fair einfach. Dem sieht es immer so leicht aus, wenn der Dark Souls spielt. Das ist immer so... Bäh.